Hi, servus. Herzlich willkommen zum LS19. Mein Name ist Andi und wie immer freue ich mich, dich hier begrüßen zu dürfen. So, vorweg danke. Ihr habt mir sehr geholfen. Und zwar hatte ich das Problem, dass mein... aus irgendeinem Grund konnte ich keinen Dünger mehr kaufen. Aus irgendeinem Grund habe ich aber auch vergessen, dass man zum Dünger kaufen Geld braucht. Das habt ihr relativ gut erkannt. Mir direkt geschrieben. Hier, vielen Dank dafür, ne? Absolut vielen Dank. Bei mir war es gestern doch... ja, zu spät, um das zu raffen. Ich sag einfach mal zu spät, ist besser für mich. Ja, auf jeden Fall, das Problem ist behoben. Ich habe von dem Auftrag, den ich abgeschlossen hatte, noch ein bisschen Dünger kaufen können. Und ja, fange jetzt an, hier die Wiesen zu düngen und drüben 21 noch zu düngen. Und dann sollte das eigentlich funktionieren. Dann habe ich soweit alles passend, was passend sein soll. So, düngen, säen, düngen. Da müssen wir noch hin, 24 ernten. Vertrag akzeptieren. Feld 10 düngen, nehmen wir mit. Säen, säen, säen. Die lohnen kaum hier, ne? Neun ist wieder so ein... ach, gab es. So ein Scheißauftrag, ne? Wo musste ich ernten? Ey, was ist denn los, ey? Angenommen, vergessen, ne? 24. Ja, ich fahr mal darüber. Komm mal her, ich steig mal ein, der ist nicht ganz so laut. Ich fahr mal darüber. Und, schmeiß das mal an. 24 sollte normalerweise direkt in den Korntank passen. So komplett. Und, dann nehme ich das wieder mit hier rüber. Das ist, glaube ich, allerbeste. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich nicht nachgeguckt habe, wo es hin muss. Bahnstation Mühle. Irr. Ja, nehme ich mit auf den Hof. Und fahre es dann darunter. Fahr es dann darunter. Und dann passt das. Haben wir da nochmal ein paar Mark gewonnen. So, ansonsten muss ich noch Hafer bei die Pferde bringen. Das wollte ich noch gemacht haben. Und ich muss ohne Ende reiten, ne? Ohne Ende. Ich habe zwar den Tipp bekommen, es gäbe ein Addon, was alle Pferde ausreitet, aber ich habe das bislang noch gar nicht gefunden. Also, keine Ahnung. Ist weder hier im Mod Hub noch auf den 2-3 einschlägigen Mod-Seiten. Habe ich nichts gefunden. Mit einer gut durchdachten 10-Minuten-Suche, ich habe nichts gefunden, ne? Naja, sei es drum. Ich denke, viel wichtiger war erstmal, dass die Viecher Wasser und Einstreu und Stroh, ach Kapp, es ist ja Einstreu und Essen haben, ne? Heu heißt das Zeug, Heu. Hafer kriegen sie gleich. Das war, glaube ich, wichtiger als Reiten. Wie die Biester zu striegeln sind, finden wir auch noch raus. Wenn die mal so richtig dreckig sind, dann werden die mir schon sagen, was ich zu machen habe. Nur so ein, zwei Ideen hätte ich da schon. So, Ende der Route erreicht. Das ist cool, danke. Kannst gleich direkt weitermachen. So. Flamme an. Maschine an. Maschine zu. Ja, das sollte dicke. Ich sage immer dicke, passt da rein, dicke, ne? Könnte auch genauso gut sein, dass es nicht klappt. Abfahrer entlassen, Kurs killen. Das sollte jetzt Stufe 2 haben. Dünger Stufe 2. Dann machen wir hier ein bisschen weiter. Da fehlt ja auch noch was.
Das mache ich mir easy. So. Klappt normal immer relativ gut hier. Die Kiste ist jetzt mit Cosplay eingesät. Da fehlen hier und da ein paar Ecken. Ganz egal. So, er ist am Fahren. Dann. Das wirkt jetzt bestimmt ein bisschen Overkill, wenn ich hier mit den Pferden was zu fressen gebe. Aber, ganz ehrlich, ist mir egal. Das Ding steht gerade hier, kann man es ja auch nutzen. Hafer. Ein bisschen was haben wir ja noch. So. Dann, ich mache mal die Plane zu für den Transportweg, ne? Au. Oh. Und raus damit. So, Plane ist Gott sei Dank noch zu. Dann können wir den wieder zurückfahren. Perfekt, wieder eine Arbeit erledigt. So, mal reinschauen hier. Denen geht's gut. Ich finde es immer ein bisschen kritisch, dass da Gras und Heu als Nahrung jetzt schon orange dargestellt wird, nicht mehr grün, wo ich noch gut über die Hälfte habe. Ne? 10.000 Liter. Ich meine, wie viel brauchen die denn? Bei denen ist es noch schlimmer. Hier, ne? Oh, komplett im roten Bereich. Oh mein Gott. Schlagen alle Alarmglocken an, ja? Und dann? Naja, gut, okay. Fressen die gar nicht. Die fressen eh nur Mischrationen. So, bei denen sieht es ähnlich aus. Ach du je, nur 5.000 Liter Hafer. Oh mein Gott. Ja, tägliches Reiten. Ich bin auf jeden Fall weit gekommen. Oh, Nitro. Bandit. Die haben Namen, ey. Cowboy, Quiver, Khan, Kismet, Yusa und Colton. Mega. So heißen nur Rockstars oder meine Pferde. Gut, pass mal auf. Gab es eigentlich irgendwo einen Indikator, wie sauber die sind? Ist das hier? 60. Nitro. Pass mal auf, das Vieh schnappe ich mir mal. Wenn ich ihn finde. Ah, ich glaube, ich sehe ihn schon da, hier. So, gehen rückwärts, rückwärts, rückwärts. Warte, rückwärts? Ach, rückwärts gehen. Ich habe gerade rückwärts Gang gelesen. So, jetzt pass auf, jetzt kommt der Moment. Go, go, go. Ja, schneller geht nicht. Dann bin ich schon mal 8 Meter geritten. Brrr, halt. So. Macht man das so? Ach, reiten. Ich habe schon reinigen gelesen, ne? Macht man das so? So. Ja. Ja, perfekt. Guck hier. Perfekt. Der Kerl, der kann jetzt nur super. Guck, freut sich. Ja, ja, ja. Ich kümmere mich um die Tiere. So. Apropos. Egal, wenn das geklappt hätte. Na gut. Nee, war schon irgendwie klar. Hab's am Anfang entdeckt, da stand natürlich hier Pferd striegeln. Dann wird das wohl so auch funktionieren, dass man es in der Weide striegeln muss. So. Halt. What? Da bist du. Ah, striegeln. Psst. Ach, das war's jetzt schon. Einmal drüber, gut. Easy. Mehr nett. Das war jetzt ein bisschen lahm, ne? Wenn dann... Ohne Witz, ja. Ich habe jetzt 8 Pferde, muss dann... Weiß nicht, wie lange muss man mit denen reiten? 5 Minuten? Ja, wäre immer noch... Immer noch ordentlich Zeit, die man da reinstecken müsste. Aber das Striegeln ist ja wohl mega easy. Hier, einmal drüber. Einmal wischen, gut. Das passt so nicht. So. Hier mit der Kiste bin ich immer noch unzufrieden, ne?
Naja, was heißt unzufrieden? Ist halt nicht vielseitig genug. Kappes. Kappes! Alter, pass mal auf. Jetzt hab ich noch gesagt, das passt dicke da rein. Fahr ich dann einfach mit dem... Aha. Auf 14 abgeschlossen. Pass mal auf, ey. Ich muss noch mit dem Truck hinterher und das Zeug abholen, weil das Feld zu groß ist. Es wird so kommen. So, auf 12, auf 14 abgeschlossen. Oh, das läuft ja hier. So, das läuft auch. Den kann man ausmachen. Vollen Korntank. Dich kann man aufhören lassen. Jetzt schließen wir mal ab. So, 12 fertig. 14 fertig. Der andere hat einen vollen Korntank. Das geht mir mega auf den Frack. 31 Raps. Auf 26 nehmen wir eher mit. Das da unten, da kommen wir relativ gut hin. Dann Seite 31 Raps nehmen wir auch noch mit. Komm. Fahren wir gerade da unten vorbei. So, dann. Ehe ich das anfange, fahre ich darüber. Das nervt, ey, ne? Hatte echt gedacht, das passt alles da rein und super und toll. Naja, gut, fahren wir halt nochmal zurück. Gibt's eigentlich Follow Me schon für den 19er, ne? Schon, ich meine ja Mitte März. Cool wäre es auf jeden Fall. Dann könnte ich nämlich den LKW hinter den Drescher hängen und mit dem Drescher nach Hause fahren. Wenn ich schlau gewesen wäre, hätte ich mir auch einen Kurs gemacht für darüber. Ich will ja auch nicht überall einen Kurs hinmachen, ne? Verdammt, ey, da denke ich jetzt erst dran, wo ich auf halbem Wege bin, ey. Hätte ich die mal schön nach Hause schicken können. Das mache ich auch. Ich mache mir mal einen Kurs hier rüber zu 24 und dann ist da 32. Und auch hoch zu 1 bis 5. Dann brauche ich nicht jedes Mal jammern, wenn da oben irgendwelche Aufträge sind, ne? Und dann kann die einfach hirnlos, yo, chill mal, kann die hirnlos annehmen und sagen, yo, komm, hier. Cosplay fährt mich da hoch und dann können wir schauen, was da oben abgeht. Boah, ist das jetzt mein Ernst, dass der nicht abtankt? Ich wollte schon sagen, das macht müde, wenn dann so ein Bockmist passiert, ne? Das wäre jetzt so richtig madig gewesen, wenn das überhaupt nicht geklappt hätte. Dann hätte ich, glaube ich, den Controller gebissen. So eine fiese Ecke rausgebissen. Hier, aus damit. Jetzt hat der Drescher auch schon 4,5 Stunden auf dem Buckel, ne? Das ist ja einmal heftig, wie die Zeit rennt, ne? Oh nein! Du machst das falsch! Puh, kriegt aber die Kurve noch, Gott sei Dank. So, der bleibt erstmal hier. Dich setzen wir um auf, was hatte ich gesagt? 31, ne?
Da muss auf 31 auf gar keinen Fall Hafer gesät werden, sondern Raps. Raps. Nicht, dass ich das verkack. Ist mir schon mal erst nach einem halben Feld aufgefallen. Auch hirnlos einfach angestellt, ne? Und dann blinkt ja immer. Die Fruchtart entspricht nicht dem Vertrag. Und ich habe das komplett ignoriert. Einfach, jo, läuft. Paff, Helfer rein und hirnlos weiter. Und dann irgendwann nochmal, Gott sei Dank, irgendwann nochmal drüber gestriffen, ne? Durchgetappt. Fruchtart entspricht nicht dem Vertrag. Ja. Diese Dummheiten kann ich auch. Da bin ich sogar relativ gut drin. So, und go. Die Fruchtart scheint zu passen. Du warst fertig. Düngen habe ich noch. Was habe ich denn noch? 10, 23, 32. Halt erst 23, 32 und dann zurück zu 10. Vielleicht doch erst am Shop vorbei? Oder zu Hause? Ein bisschen Geld habe ich ja mittlerweile wieder für Dünger. Gut, erst zu Hause, 10, zu Hause. Das klingt doof, ne? Zu Hause. Erst zu Hause vorbei, dann 10, dann 23, 32 oder wie rum war es? Auf jeden Fall erstmal auffüllen. Das machen wir zuallererst. Und dann sehe ich mal zu, dass ich bei der nächsten Ansaat, also quasi morgen, morgigen Spieltag, nicht morgen klingt so, ne, das ist, als würden wir jetzt morgen in der Folge, nee, aber am morgigen Spieltag, dass ich da Hafer ausgesät bekomme oder Hafer geerntet bekomme. Im Endeffekt in der Reihenfolge. Und dass ich dann ein bisschen mehr bei die Pferde geworfen bekomme, dass das Mann nicht mehr so fies ausschaut, ne? Ich meine, guckt euch die armen Viecher an, die haben nichts zu fressen, ne? Die haben quasi nichts zu fressen. Helfer B ist fertig. Stroh könnte ich auch mal da reinstreuen, da hinten. Nee. Naja, gut, Arbeit ist immer da, ne? Wenn es da nur so unwichtige Dinge sind wie sauber machen. Mache ich ja viel zu selten. So, du bist fertig. Die Ecke da vorne nehme ich mit. Einfach nur, weil ich es kann. So. Man muss ja nichts verschenken, ne? Sonst habe ich nachher wieder kein Geld für Dünger und denke, mein Spiel wäre im Arsch. Das brauchen wir nicht. Boah, ernsthaft, ey. Ich lasse das einfach mal so komplett unkommentiert, ne? Ich versuche das komplett unkommentiert zu lassen. Da kriege ich so Adern auf der Stirn im Hals. Gut. Den kann man ausklappen. Nach unten fahren. Abhängen. Zuklappen. Dann sollte ich mir einen Kurs einfahren.
Oder kann ich sogar den fiesen Getreide... Warte. Ich kann doch hier den... Wie heißt denn das Ding hier unten? Getreidespeicher Ostkurs, den kann ich doch... Der ist, glaube ich, eh für den Arsch, ne? Zeig mal. Getreidespeicher Ost. Um den Kreisel rum. Ich muss mal Karte aufmachen. Hier um den Kreisel drumrum. Wo geht denn der überall hin? Hoch rum. Hier, daher, da. Ach! Ich werde schon sehen, wo er ankommt, ne? Ist eigentlich voll. Mitnehmen. Ist eigentlich voll blöd. Ich fahre den Kurs oben rum und mache mir einen gescheiten Kurs bis hin zu 24. Vom Hof aus. Dann kann ich den nämlich immer wieder fahren. Muss nicht hier so ein Geschiss machen. Einmal Kurs einfahren, dann läuft das. Gut. Wenn es dir gefallen hat, lass mir gerne einen Daumen nach oben da. Wenn du es noch nicht hast, gerne ein Abo. Dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin sage ich, halt die Ohren steif. Habt einen schönen Tag. Mach's gut. Ciao.